Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Werkzeugcheck hier auf meinem Kanal. Ich habe vor kurzem wieder bei den Prime Days zugeschlagen. Oder waren das Prime Days? Es war einfach ein reduziertes Angebot. Und zwar habe ich mir einen Wasserstein gekauft, mit dem man halt eben Stemmeisen oder zum Beispiel ein Küchenmesser mit schärfen kann. Ich werde dir zeigen, wie das Ganze eingepackt ist, weil eingepackt ist es wirklich sehr, sehr edel. Und ich werde dir was zu den Körnungen sagen, was vielleicht die ideale Körnung für dich ist. Und noch ein Thema, was ich hier gut finde, ist halt eben der Stand. Den zeige ich dir jetzt, wenn wir uns das Paket mal anschauen. Wir packen jetzt mal den Wasserstein aus. Und das ist hier in dieser schicken Verpackung eingepackt. Ist eigentlich nicht so wichtig. Ein bisschen Beschreibmaterial, aber ich werde euch jetzt einmal mal das Teil hier zeigen. Hier ist es auch noch einmal eingepackt. Und hier ist dann auch schon der Wasserstein. Der ist ein bisschen dreckig, weil ich den schon mal draußen hatte und in den Händen hatte. Und genau, wir haben hier einmal den Wasserstein an sich. Hier haben wir dann zwei verschiedene Körnungen. Das ist einmal die Körnung 1000 und einmal die Körnung 6000. Mit der Körnung 1000 können wir zum Beispiel leichte Schaden im Stemmeisen wegschleifen. Und mit 6000 können wir das dann nahezu polieren. Was super cool ist, ist hier dieses hölzerne Teil, und zwar ist das ein Stand. Der ist auch hier leicht gummiert, dass er euch nicht wegrutscht, wenn er den Stein benutzt. Denn grundsätzlich ist es immer so, die Steine werden oft so verkauft, aber ohne Stand, nur mit hier diesem Gummifuß. Und wenn man diesen Gummifuß halt quasi benutzt, um den Stein drauf zu befestigen, der hält nicht so gut. Deswegen ist halt einfach so eine Ablage, wo man den Stein richtig reinmachen kann, wirklich, wirklich nett. Und das macht dann das Schärfen ein bisschen schöner. Kurz was zur Körnung. Man kann Wassersteine bis zur Körnung 10.000, 12.000, Körnungen 200 oder 400 funktionieren auch, kaufen. Aber wenn ihr jetzt quasi wirklich relativ easy peasy ein Stemmeisen schleifen möchtet, wo der Schliff schon gegeben ist, nur das Ganze halt eben schärfer geschliffen werden soll, dann ist in meinen Augen so ein 1.000er, 6.000er Stein für einen Anfang wirklich gut. Weil ihr müsst auch so denken, jeder Stein kostet, den man kauft, auch wieder Geld. Und deswegen ist die Körnung 1000, 6000 für einen Anfang ganz gut. Ihr könnt mit der Körnung 1000, könnt da erstmal so ein bisschen quasi das Schleifbild schleifen und in die Form reinkommen. Dann könnt ihr den Stein rumdrehen und könnt halt eben mit der Körnung 6000 das Ganze wirklich spiegelglatt polieren. Das funktioniert schon mal sehr gut. Diese Wassersteine müssen gewässert werden. Das bedeutet, bevor ihr den benutzen könnt, müsst ihr den erstmal so 15 Minuten, kann man sagen, etwa das Ganze in ein Wasserbad reinlegen. Wenn ihr das Ganze dann benutzt, solltet ihr immer gegebenenfalls oben ein bisschen Wasser aufsprühen, damit halt eben das Ganze gewässert ist, weil es ist ein Wasserstein. Ihr könnt aber auch schauen, wenn ihr den Stein in ein Wasserbad reinlegt und keine Luftblasen mehr rausströmen, dann ist genug Wasser in dem Stein drin. Was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, war einfach, dass ich solche Steine nicht aus dem Wasser herausgenommen habe. Das bedeutet, ich konnte ihn sofort benutzen, wenn ich ihn halt eben gebraucht habe. Wenn er nicht so oft benutzt, dann würde ich euch empfehlen, packt ihn ins Wasser. Wenn ihr fertig seid, holt ihn wieder raus, lasst ihn trocknen und packt ihn wieder ans Regal. Aber wenn ihr sehr, sehr viel schleift, müsste das auch funktionieren, gerade mit dem Stein, dass ihr den im Wasser liegen lässt. Je nach Qualität kann es eventuell sein, weil der Stein hier eben zusammengeklebt ist, weil das ist ein, soweit ich weiß, ein hochgepresstes Staub quasi, was halt diesen Schleifstein halt eben ergibt. Wenn man ein bisschen unpfleglich mit umgeht, kann es sein, dass das sich vielleicht ablöst. Ich hatte schon bei anderen vergleichbaren Steinen, dass sich das hier ein bisschen abgelöst hat, war aber nicht schlimm, das hat immer noch zusammengehalten. Man hat nur gesehen, dass die Klebefuge ein bisschen aufgegangen ist. Also, we need water. Ich habe das Ganze jetzt gewässert. Das hat, wie gesagt, so in etwa eine Viertelstunde jetzt im Wasser gelegen. Das habe ich euch nicht gezeigt, weil es in der Küche war und es da noch nicht so gut zum Filmen ist. Auf jeden Fall habe ich das getan, was ich halt eben auch angesprochen habe. Ich habe einfach gewartet, bis keine Luftblasen mehr rausgekommen sind. So, jetzt können wir das Ganze hier in unseren Holzhalter reinlegen. Ich benutze jetzt in dem Fall das Veritas Schärfset. Das ist relativ teuer. Wenn ihr super viel mit Stemmeisen macht, dann ist das eine Überlegung wert, sich sowas zu holen. Bald wird es aber auch in einem Werkzeugcheck hier um diesen Schleif, hier um diese Schleifhilfe gehen. Da werde ich euch dann halt eben zeigen, ob das damit auch funktioniert. Wie gesagt, diese günstigere Schärfvorrichtung werde ich euch dann in einem eigenen Video zeigen. Jetzt werden wir aber erstmal checken, ob wir unser Stemmeisen damit scharf bekommen. Ich hole jetzt hier erstmal ein relativ breites Stemmeisen, die Einstellung benutze ich in dem Fall nicht, weil ich das auch einmal freie Hand am Doppelschleifer geschliffen habe. Hier geht es heute allein um den Schärfstein an sich. Es ist auch immer zu empfehlen, hier die Oberfläche immer zu wässern. Einmal ein paar Gänge machen, um zu schauen, ob wir den Winkel richtig eingestellt haben. Haben wir noch nicht so richtig eingestellt. Musik
Man sieht jetzt hier wirklich schon schön, dass wir hier vorne die Schneide quasi schleifen. Es geht jetzt nicht darum, um das Schleifen an sich, sondern ob der Stein das Ganze scharf macht. Ich werde euch auch später was noch dazu sagen, was ihr tun solltet, wenn ihr den wirklich sehr, sehr oft benutzt. Also grundsätzlich empfiehlt es sich immer, den Stein komplett auszunutzen. Deswegen drehe ich quasi das Stemmeisen immer so ein bisschen. Wir sehen auch hier schon, dass sich so ein bisschen Schleifschleck entsteht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich drehe jetzt noch einmal das Stemmeisen rum. Wie gesagt, immer gut Wasser aufgeben. Was mir jetzt aber schon auffällt, ist, dass hier unten dieser Halter wirklich sehr, sehr gut ist. Hier rutscht wirklich nichts weg. Das ist mir immer bei den anderen Steinen aufgefallen. Also mit der 1000er Körnung kann man hier wirklich schon einiges erreichen. Und ich habe jetzt auch gleich meine Schneide vorne schon wieder ausgebessert. Das sieht schon wirklich nicht schlecht aus. Man sieht, die Schneide ist jetzt hier vorne geschliffen. Das hat gut funktioniert. Als nächstes nehme ich mir jetzt einmal den Stein, lege ihn hier an die Seite. Das ist auch ganz gut mit dem Halter, denn man kommt hier gut dran. Und jetzt kann ich einmal quasi die Unterseite polieren bzw. schleifen. So, jetzt gehe ich noch einmal mit leichteren Gängen hier oben drüber. Diese Körnung haben wir jetzt fertig. Jetzt kann ich den Stein einmal drehen. Wie gesagt, unten, das war die 1000er Seite, die wir jetzt benutzt haben. Jetzt gehen wir auf die andere Seite rum und benutzen die 6000er Seite, mit der wir dann quasi die endgültige Schärfe erreichen. Noch einmal schön wässern. Wie gesagt, ich benutze jetzt bewusst nicht hier diese Spezialfunktion, dass man vorne die Schneide noch mal ein bisschen anschrägen kann, um eine Microbevel anzuschleifen. Es geht hier jetzt um den Stein und nicht um das Werkzeug an sich. Jetzt nochmal von der anderen Seite, dass man den Stein immer gleichmäßig abnutzt. So, das haben wir getan. Als nächstes spanne ich das hier aus. Und jetzt gehen wir noch einmal rückwärts auf der Spiegelseite. Und jetzt müsste das auch schon ausreichen. Also ich muss natürlich mit euch ehrlich sein, ich habe jetzt einen kleinen Fehler beim Schleifen getan. Also es war ja eigentlich alles relativ hoppla hoppla eingespannt. Jetzt habe ich hier durch die Spiegelseite, die ich nochmal hier abgezogen habe, einen kleinen Grat, der sich quasi hochgestellt hat. Dafür nehme ich jetzt einfach ein Stück Leder und ziehe das nochmal ab. Wie gesagt, normalerweise, wenn man die Schärferichtung richtig einstellt, muss man das nicht machen. Aber ich ziehe jetzt noch einmal das hier auf meinem Leder ab. Und jetzt sehen wir, dass wir hier vorne unsere Schneide geschliffen haben. Man müsste auch eigentlich in der Kamera so ein bisschen erkennen, dass es halt geschliffen ist. Wie gesagt, hier ist vorher noch diese alte Phase gewesen. Man kann jetzt einmal diesen Test hier durchführen. Am Nagel bleibt es schon mal stehen, aber da stellen sich mir immer die Haare hoch. Und aus dem Grund zeige ich immer lieber diesen Test. Also das ist auf jeden Fall scharf genug für mich. Also der Wasserstein hat auf jeden Fall funktioniert. Also das Stemmeisen ist scharf, also das heißt, der Wasserstein an sich hat auf jeden Fall mal funktioniert und ist nicht schlecht. Wenn ihr den jetzt öfters benutzt, das geht jetzt so ein bisschen über den Werkzeugcheck hinaus, wenn ihr den öfters benutzt, das ist einfach so ein kleiner Tipp von mir an euch, dann wird der irgendwann rund. Wenn ihr den wirklich oft benutzt, dann kann man das dann auch wirklich merken und gerade wenn ihr Hobelmesser mitschleifen möchtet von einem Handhobel, dann ist es wichtig, dass das hier immer plan ist. Dann könnt ihr euch einfach eine dickere Fliese holen, legt da 220er, 240er Schleifkorn drauf und schleift den Stein, dann ist auch wieder plan. Also, das soll es eigentlich mit dem kurzen Werkzeugcheck gewesen sein. Ich bin wirklich positiv überrascht, weil das hier sehr, sehr gut funktioniert hat. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr günstiger Stein. Und was hier halt eben der klare Vorteil ist, ist, dass ihr diesen Halter unten drunter habt und den Stein halt einfach manierlich auflegen zu können. Also, wenn ihr mit den Wassersteinen anfangen möchtet, habt ihr jetzt gesehen, mit dem hier hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich verlinke euch auch mal hier diese Schleiflehre, das ist wirklich eine super, super günstige Schleiflehre. Die werde ich aber am nächsten Werkzeugcheck vorstellen. Das wird dann wahrscheinlich nach diesem Video hier kommen
Und dann könnt ihr euch das auch noch anschauen, ob diese Schleiflehre dann was für euch ist. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.